Namaste, sustai reisende. Hallo. Здравствуйте, добрый день. Ja, ich bin hier ein bisschen unterwegs. Hab Hilfe bekommen und hab mir einfach mal das Geld abgeholt und bei der Western Union und bin jetzt auf dem Weg wieder zurück, da wo ich hin wollte. Und auf dem Weg habe ich alles Schöne entdeckt, wie ihr hier seht. Ein schöner Trainingsplatz, sage ich mal. Ein schöner Ort. Phnom Penh ist wunderschön, allein deswegen, weil es hier so eine schöne Aussicht gibt. Ja, da gibt es so, nennt sich Pagoda, ja. Nennt sich ein schöner Tempel, wo Buddhas alles Götter zum, ja, ihr wisst ja, was das ist. Und falls ihr das sehen wollt, habt ihr gefälligst die Ärsche hierher zu bewegen, also die Füße hierher zu bewegen, um es zu sehen, weil ich das Ganze nicht filmen werde und nicht den Lackaffen für euch spiele, der Film dies, Film jenes macht oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt einfach mal Lust, ein kurzes Video, knackiges Pat 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 mit wunderschönen Details. Ja, schaut euch das an. Das ist sehr was Schönes, ne? Ja, zum Thema, gestern war die Information so, dass ich jetzt mich darum kümmern darf, eine Klinik kurz aufsuchen und nachfragen, was da so ein Corona-Test kostet, weil ich den Corona-Test machen sollte, bevor ich abreise, bevor ich überhaupt einen Flughafen betrete oder ein Flugzeug, sollte man sowas haben, weil ich ja noch Zwischenlandungen in keine Ahnung wo mache. Dann geht's weiter erst. Also schön wäre es, wenn ich in dem einem Land, wo ich, sage ich mal, umsteigen sollte, kurz mal stecken bleibe und der Flug ausfällt und ich mindestens 20, 30 Tage warten darf, bis es weitergeht. Das ist ja eine... Entschuldigt. Ich habe da einfach wieder mal was zwischen den Zähnen. Ja, dass es dann weitergeht. Den Mund voller Zähne. Ja, dann geht's. Das war ein Joke mit dem Hängenbleiben. Ja, da im Energiekanal, da wir, sag ich mal, da ich meine Natur nicht leugne und sie in ihr lebe, hier oben, der Kopf ist nicht zum Denken da. Meine da Buddhas, alles Götter. Oder Jas, habe ich jetzt mal seit neuestem dazugegeben, aber das Ja, das lassen wir einfach mal weg. Warum? Ja, gehört sich nicht. Gehört sich alles. Wer weiß es. Viele sagen, mach dies, mach jenes, aber was sich gehört, was sich nicht gehört. Und das werde ich in meinem ganz anderen Video kurz mal strukturiert auf einem Zettel aufgeschrieben abhaken. Okay? Und dann wird es klar sein, was man darf und was nicht. Aber dazu kommt es noch. Wie sagt man, mit jeder Überlieferung und nach jedem langen Sprung in die Dunkelheit bringt der sitzende Riese Informationen mit. Und das ist, sind so Dinge, die man auf jeden Fall festschreiben sollte. Ich habe da, wie sagt man, ja, einen Dienst zu leisten. Voll witzig. Ich hätte jetzt Lust, noch ein paar Liegestützen zu machen. Ja, ein paar Liegestützen habe ich jetzt Lust zu machen. Ich habe da ein kurzes Workout hingelegt, so Morgensport. Ich habe mir von einem guten Meister sagen lassen, der auch ziemlich kahl ist, bei dem ich das Boxen gelernt habe. Und er sagt, das Kleine kann auch groß sein, ne? Und ich mache das einfach mal. Nein, ich filme das Ganze nicht. Er macht kurze Pause, ich filme das Ganze nicht, das gefällt mir nicht. Dass mir da die ganzen süßen Zuschauer... I got demons in my mind. Ja, ich habe die Liegestützen schon hinter mir. 20 Stück reichen mir aus. Warum? Naja, das Atmen ist entscheidend bei einem Training.
oder bei so diversen vielen anderen Dingen. Davon abgesehen, ich hatte mir andere, wie sagt man, andere Energien, und da sollte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das kann ziemlich schnell überschwappen. Und wie sagt man, mit einer großen Kraft hat man eine große Verantwortung. Und wenn das Überschwappen lebensgefährlich für andere Buddhas, Allahs, Götter ist, dann habe ich mit dieser Kraft, sage ich mal, vernünftig umzugehen. Und das gilt auch für alle anderen, gilt das genauso. Also, ich werde mal jetzt einfach mal Häuschen. Warum das so ist, das werde ich euch jetzt erzählen. Ich habe 15 Minuten. Warum das so ist, dass man sich da beherrschen soll, und das ist so, die Petra, die Süße, die würde es so ausdrücken, das ist ein filigranes Fühlen, eine filigrane Arbeit in sich selbst zu fühlen, wie viel Energie man bei was anwendet und was man energetisch anfasst und was man energetisch nicht anfasst. Was energetisch reinkommt, was energetisch rausgeht, sei es im Kopf, in der Nase, in den Ohren, in den Armen, Händen und Füßen oder ganzer Körper. Also während diesen zum Beispiel Übungen, da fühlt man, kann man sich reinfühlen und kann man filtern, da kann man reinfühlen und da kann man den Energiewechsel von anderen Energien fühlen. Erfühlen, sag ich mal. Das ist wie alles andere, so Übungssache, ja. Wir sind hier, um zu lernen auf Mutter Erde und alle. Und zu lernen haben wir, mit diesem Körper umzugehen, mit diesem Kopf umzugehen, mit dem Ding da drinnen umzugehen, also das Herz und der Seele. Was ist ein Super-Go? Naja, im gesamten Paket ist es echt was Schönes. So, wenn man das Ganze so ausbreitet, das Super-Go ist so riesengroß. Der ist so gigantisch, der Super-Go, weil der ja so Super-Go heißt, ja. Ich bin einfach nur happy, darüber zu sprechen und es zu sagen in einem coolen Video wie heute Phnom Penh. Ich bin ein bisschen froh, dass ich nach Deutschland auf dem Weg nach Deutschland bin. Warum? Naja, das Obdachlosenleben in Asien, naja, das ist immer ein bisschen dezent anders. Und arbeitstechnisch, naja, in einem armen, sag ich mal, in einem Land, wo die Arbeitslosen, Obdachlosen und Armutsquote ziemlich hoch ist, da will ich nicht einfach als Weißer aufkreuzen und sag ich mal, Besserwisser und bla bla bla, ich kann alles besser und einen Arbeitsplatz stehlen. Da bleibe ich lieber Bettler und lasse alles über mich ergehen. Ich bin ein schlechter Typ, ein schlechter Junge und boah, wir können diese Eltern uns das antun und diesen Vollidioten auf uns loslassen. Das nehme ich jetzt mal aus dem Energie, sag ich mal, aus Energieleitung, die bei mir ankommt. Und ja, das ist für mich nichts Besonderes, es auszusprechen. Erstens, nicht ich stelle mich bloß und mache mich zum Affen, sondern ich diene dem Licht. Wenn man dem Licht dient, dann hat man sich zum Affen zu machen, wenn es die anderen Schwachköpfe nicht verstehen und nicht lernen wollen. Man muss Maßnahmen ergreifen und um Buddhas, Allahs, Götter, sag ich mal, zum Super-Go zu verhelfen und die Pupille aufreißen, dass man Buddha, Allah, Gott ist, ja, dass man eine Seele und ein Herz hat, dass man diverse, sag ich mal, diversen Standpunkt auf Mutter Erde und im Universum hat, wenn man einen Körper hat, Herz, Seele und Kopf. Das bedeutet, wir sind Allahs, Buddhas, Götter. Also wir sind etwas Wunderschönes, unser Schöpfer in den arisch-slawischen Veden, da wird unser Schöpfer Ramha genannt und der Name Ramha, wow,
faszinierend. Also ich finde ihn geil. Warum? Weil ich habe so viele Namen schon von ihm gehört, über ihn gehört und naja, die taugen mir nicht. Das ist ungefähr so, hi, klar, dieses Wort oder dieses Etwas, sag ich mal, ja, betitelt unseren, nicht betitelt, betitelt ist das falsche Wort, sag ich mal, einen Namen für unseren Herrn, Schöpfer gibt, ja, also, naja, ich weiß nicht, die kommt da nicht so ran, er ist der Schöpfer, wenn er uns makellos, perfekt und wunderschön geschaffen hat und auf Mutter Erde geschickt hat zum Lernen und ein großes Ziel zu erreichen, ja, dann, also, ich spreche für mich, höchstwahrscheinlich spreche ich gerade für so viele andere, weil, naja, was ist schon Energie und was ist Energieleitung? Vor allem, wenn man ein Diener des Lichts ist und mit 1% Seele auf Mutter Erde unterwegs ist, da kann man sich gegen manche Manipulationen gar nicht wehren. Und die irgendwas mir in die Leitung reinschieben, zu sagen, ich solltet euch schämen, dafür gibt es ein hartes Schicksal. Also, ich sag mal, das ist Sünde. Das ist eine Sünde und Karma, die Göttin Karna, ja, und der Gott des Todes, die sind sehr gut befreundet mit Ramha, ja, und die lieben sich. Und, naja, die machen ihren Job sehr gut, präzise, würde ich mal sagen. Und, ja, sollte ich einfach mal losgeworden haben, so dass auch die Einzelschüler da drinnen und die Doktor, Professor und Rechtsanwälte, Richter und alle anderen, sage ich mal, die sich gebildet haben und irgendwas auswendig gelernt haben und in eine Blase stecken, dass die auch noch irgendwas zum Knabbern haben, dass die auch mal sagen können, Mofo, der redet ja irgendwas, was ich nicht weiß. Warum weiß ich das nicht? Ja, und da sage ich dem Manfred sehr gerne von ganzem Herzen und mit freiem Willen sage ich danke. Na, ich habe da einfach keinen Bock mehr zu labern, palabern. Ja, zu lernen zu sprechen. Ich habe jetzt, sage ich mal, so viel zu lernen, um zu sprechen. Fremdsprache ist mein Fachgebiet. Warum? Weil ich nichts weiß. Wenn ich nichts weiß, dann kann ich was lernen. Das juckt mich ganz und gar nicht, was ihr da in meinem Energieleitung palabert und sagt, dass ich sagen soll, mich juckt es nicht, von der laufenden Kamera etwas zu sagen. Oh, und dahinter stehen erst recht nicht, weil ich weiß, ich Diener des Lichts, naja, 1% Seele, die anderen Prozent Seelen, wenn du dich da ein bisschen reinlernst und deinen Horizont erweist hast, dann wirst du feststellen, dass ein Prozent Seelenanteil gewisses Wissen beinhaltet. Ja, wenn du diesen Anteil nicht hast, dann kannst du auch da oben nichts haben. Steig. Ja, da kann man auch da oben nichts haben. Da kann man was haben. Wenn ich es haben kann, dann könnt ihr es auch mit 1%. Ihr habt mehr denn ich. Und ihr seid größer denn ich. Die Seele vom alten sitzenden Riesen, die ist einfach warm und kuschelig und strahlt hell. Ja, so ist es halt, ne? Und dieses Auge braun zucken, könnte glatt von irgendjemand sein. Der auch. Meine Schwester ist bestimmt. Oder mein Bruder? Naja, wir wissen es nicht genau. Warum? Ich muss offen und ehrlich gestehen, das dritte Auge verwende ich gar nicht. Und wenn ich das verwende, dann winzig kleine Millisekunden. Warum? Naja, der anderen Seite etwas zu offenbaren, was ziemlich viel größer ist als ich. Naja, Diener des Lichts, es ist egal. Darüber wird es bestimmt Fragen geben und Antworten natürlich auch. Und ja, Deutschland. Gerade bin ich noch in Phnom Penh in Kambodscha.
And later I stay in Germany. Wow, really fast. I change I change the location, I change the country, I change the culture, I change the belief. Important. On all traveler on Mother Earth, when you travel and go in another country, for what you must look, what is important inside change from the location, change from country, change from the belief. What is important on all the points and all what you do when you travel. Take your plastic in your bag and don't throw away. Plastic is the new gold. Peace. Yes. All Buddhas, Allah's gods. And now I'm a little bit. I buy the last package cigarette inside Cambodia and inside. I think inside this life I stop to smoke cigarettes and stop to smoke another. I don't stop to smoke medicine. I have one medicine who I need for repair something, and this I don't stop to smoke. But the cigarettes I stop to smoke. I feel when I smoke one cigarette, and this maybe when I meet shamans. Friends who smoke pipe, but tobacco pipe, for pray, for go with the spirits. For this I smoke with the guys tobacco, but outside no cigarettes. This is my next goal. And no sugar, no sugar, and know this what make of maybe I stop, I cancel this what I say with eat and drink. I eat, drink all what Mother Earth have and what have beautiful taste, for transformate the energy. Why? When I taste something what is good, I'm happy. This energy I can't sending on all Buddhas, Allah's gods, who don't have something to eat or something to drink for stay longer. With no eat, no drink, this I can do, and for this I don't stop this. When I feel the Buddhas, Allah's gods, who need energy and need energy for live, I sending. I give all what I can give, and I give this what I feel. And this what I feel. Is this what I know inside my soul? For this, I'm the free ghost. Woo. No, I'm joking. yes, I wish all Buddhas, Allah's gods on Mother Earth freedom, bliss, love, luck, light, safe place for all children. Something to eat, something to drink for all children. Freedom in all hearts. I wish. Yes, and now I must order something to eat and drink. Yes, I must. I order something and sit and relax. And all another energies who connecting me want to smoke. Guys, stop to smoke. I forgot. In the last many days, I started to speak a little bit bad words inside the energy system and on many Buddhas, Allah's gods. It was not okay. But I tell this why for the children who listen and feel. I learn to speak bad. Why? The older Buddhas, Allah's gods, parents, grandparents, and whatever
don't understand me when I speak with normal words and slow and not with so big sound. The guys don't understand me. And I ask Ramha, biggest energy, biggest light, who make us and all this, what is beautiful in the universe, what I can do. And he say, learn, speak the same language what the guys and the bad guys speak. And remember the bad guys with the strong languages what the guys speak. And I think all grandmasters, I mean small grandmasters, all small childrens, is for me grandmasters, understand and feel me and listen. And yes, for this I say this. Oh, my heart feels this to say. I just say this, it feels good. Thank you for listening and look. But children, don't speak bad words. Why? When you speak one bad word, you draw away one soul part, and in this place can come in the dark energies and sit inside your body. For this, inside your energy system. And after this I must come in for help you bring the soul part back. And in this, for this, don't talk dirty and don't say bad words. Children, when you started to speak bad words, please know and understand what you say and why you say. Don't speak before you know what you must say. Learn. After learn, you can say bad words. You must know for what is the bad word and why the guy say this bad word. And in this moment, when your children and grandmaster started to speak bad and dirty to the older peoples, the guys remember, the guys started to remember, don't speak dirty. And the parents must understand why the children talk in the same language.